Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch mal erstmalig was ganz Interessantes mitgebracht. Nein, ich mache nur Spaß, aber auf jeden Fall habe ich euch mal ein E-Bike mitgebracht. Das haben wir bis jetzt tatsächlich noch gar nicht gehabt auf meinem Kanal. Beziehungsweise wenn, dann nur auf jeden Fall so Sharing-E-Bikes oder ähnliches. Und jetzt haben wir halt wirklich ein ganzes neues E-Bike von der Firma Tour Roll oder wie auch immer man das ausspricht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall soll das so um die 500, 600 Euro kosten. Und das ist für ein E-Bike extrem wenig. Ist natürlich auch China. Habe ich von Geek Buying. Also da könnt ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung beim Link mal nachschauen. Also das ist wirklich unfassbar günstig. Und heute werde ich es mal unboxen und anschließend natürlich dann im nächsten Video auch mal Probe fahren und allgemein mal testen, ob das auch wirklich was taugt. Aber ich finde für den Preis kann man sich da eigentlich absolut allgemein erstmal nicht beschweren. Einfach allein von dem Grund her, dass ein normales Fahrrad bei uns hier im Fahrradladen mindestens mal genauso viel kostet, wenn nicht sogar mehr. Wie wir sehen, haben wir hier schon zwei Fußabdrücke. Also werden wir auch mal gleich sehen, ob da alles, sage ich mal, ganz in Ordnung ist mit der Box. Weil, wie man sieht, ist die auch ein bisschen eingeknickt links. Aber ich denke mal, im Inneren sollte es eigentlich ganz okay sein, hoffentlich zumindest. Und ja, los geht's mit dem Unboxing. Ich trenne jetzt den Braten hier, indem ich einfach mal die gelben Dinger hier durchschneide, die gelben Halte, Plastikteile, wie auch immer, ist ja auch egal. Und ich vermute mal, man kann die Box einfach so anheben. Ich werde es mal jetzt ausprobieren und sage euch dann das Resultat. Leider ist das bei dieser Box nicht so gelöst, dass man die einfach unten so rausklippt sozusagen und dann so anheben kann, sodass man halt die Innereien von der Box dann halt in der Mitte so stehen haben kann. Ist aber egal, für den Preis hat man das auch überhaupt nicht zu erwarten, finde ich. Und hier sehen wir schon mal die ganzen Teile, die hier, sage ich mal, relativ gut verpackt sind. Die sind halt alle in so einem Styropor-ähnlichen Material, was ich schon mal gelobt habe. Da das Material nicht so wie Styropor so ganz viele kleine Müllreste übrig lässt, also vom Styropor kennt man das ja, dann ist die ganze Wohnung versaut. Damit nicht, damit kann man es auch notfalls noch ein zweites, drittes und viertes Mal verpacken, falls man irgendwelche Garantieansprüche geltend machen will. Denn das ist das Gute bei uns in Deutschland, wenn wir irgendwas kaufen, haben wir eh immer 2 Jahre Garantie bzw. Gewährleistung. Das heißt, 2 Jahre müsste das so oder so halten. Und für 500 Euro 2 Jahre ein E-Bike mindestens mal, sage ich mal, weil danach sagt ja keiner, dass es danach kaputt geht, ist schon mal echt gut. Ich werde das Ganze jetzt versuchen, hier einfach mal rauszunehmen und dann zeige ich es euch, wenn ich es rausgenommen habe. Wie wir sehen, haben wir hier mehr oder weniger das ganze E-Bike liegen und man erkennt auch direkt, finde ich, dass es eigentlich ziemlich gut verpackt wurde. Also hier zum Beispiel Bremsscheibe wurde gut geschützt, Ständer auch. Auch von allen Seiten, wo ich es jetzt draufgelegt habe, selbst hier vorne, sage ich mal, sieht man dieses Stück Plastik, was da ist, wo normalerweise das Rad reinkommt. So, wo ich es halt vorhin leicht abgestellt habe auf dem Laminat, hat es dadurch natürlich auch keine Spuren hinterlassen. Das ist wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Ich denke mal, aber das sollte auch relativer Standard sein, dass man das so macht. Trotzdem kann ich das ja an der Stelle loben, da der Hersteller sich hier auf jeden Fall Gedanken gemacht hat. Und auf den ersten Blick sieht auch noch, obwohl die Box leicht beschädigt war, alles super aus. Kann ich mich also erstmal auf den ersten Blick natürlich nicht beschweren. Trotzdem kann man jetzt erstmal versuchen, mal das ganze E-Bike zusammenzubauen. Und dann werde ich immer wieder so einzelne Schritte einfach mal einblenden. So, ich habe jetzt auch schon mal das Rad hier vorne abgetrennt. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier einen besseren Blick auf das Ganze. Und man sieht wirklich, es ist sehr, sehr gut eingepackt. Sollte es aber auch, finde ich persönlich, wenn man sich schon ein Fahrrad holt, dann sollte es auch gut verpackt bei einem ankommen. Ja, und jetzt werde ich mal die beiden Boxen hier öffnen und mal schauen, was sich hier drin befindet. Wahrscheinlich die Teile, damit ich das ja alles verbinden kann. Denn zum Beispiel die Pedale sind noch gar nicht dran, Vorderrad natürlich nicht, die ganzen Schrauben, vielleicht auch die Werkzeuge dafür, werde ich aber gleich sehen. Ansonsten, ja. In der großen Box zum Beispiel haben wir jetzt, wie wir sehen, den Akku drin. Der ist dann hier und dann können wir mal schauen, ob wir hier schon mal was ablesen können. Ne, das sind bis jetzt nur Warnmeldungen. Ansonsten würde ich einfach gleich auf der Rückseite später schauen, wie viel Kapazität der in dem Fall hat. Und in der zweiten Box haben wir dann, wie ich schon vermutet habe, Werkzeug. Das müsste das Ladegerät sein, die Pedale und hier nochmal so ein kleines Toolset hier sind. Dann die Schrauben wahrscheinlich drin und die Bedienungsanleitung. Die lese ich mir jetzt mal durch und schau mal, wie man das ganze Ding hier jetzt zusammenbaut. Zum Vorderrad, so, das habe ich jetzt hier liegen. Das muss dann hier in dem Fall rein. Das Ding habe ich rausgeschraubt, das war davor so da drinne. Und wie man sieht, befinden sich die Schrauben hier schon draufgeschraubt. Im Vorderrad benutzen wir jedoch keine normalen Schrauben wie die da, sondern wir benutzen diesen Schnellverschluss, sage ich mal. Den müssen wir dann da einmal durchstecken, durch, sage ich mal, die Öffnung da, bzw. das Loch. Und dann kann man
dann halt sozusagen das damit sozusagen festmachen. Dann braucht man nicht extra nochmal Schrauben ranmachen. So kann einen theoretisch jemand leichter das Vorderrad klauen, aber dafür kann man das auch schneller wechseln, wenn man es mal braucht. So, wie wir sehen, ist der Schnellverschluss jetzt auch verbaut. Und jetzt könnten wir theoretisch das E-Bike bereits seitlich hinstellen, da der Ständer sich hinten befindet. Den könnten wir ausklappen und das Fahrrad dann schon mal hinstellen. Das mache ich jetzt auch. So, Leute, wie wir sehen, steht das ganze Konstrukt mittlerweile endlich mal. Und da haben wir jetzt den Lenker und damit werde ich jetzt einfach mal fortfahren und den dann in diese Halterung hier, sage ich mal, verbauen. Ansonsten sehen wir ja schon mal ungefähr das Ausmaß vom E-Bike, wie es aussehen wird. Und das sieht erstmal ganz cool aus, finde ich, auf den ersten Blick. So, der Lenker ist jetzt auch montiert und wie man sieht, sieht das erstmal ganz ordentlich aus. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie stark man diese Schrauben alle genau anziehen sollte. Deswegen werde ich die gleich nochmal ein bisschen fester ziehen. Ich habe die jetzt erstmal nur handfest angezogen, sage ich mal. Aber ich werde es auf jeden Fall noch fester machen, damit das halt auch wirklich, sage ich mal, fest ist und hier auch nichts verrutschen kann. Denn das ist typisch, sage ich mal, wenn man da einen größeren Hügel. Buckel hat oder so, über den man drüber fährt, kann sich da was verstellen, wenn man es so einfach eingestellt hat. Deswegen werde ich das dann auch, sage ich mal, nochmal besser zuschrauben, damit es fester ist. Ansonsten, wie man sieht, haben wir hier eine Schaltung von Shimano. Das ist auf jeden Fall ganz cool, ist Markenhersteller, deswegen ist das sogar sehr besonders, finde ich, für den Preis des Fahrrads. Hier haben wir halt die ganzen Einstellungen für die E-Bike-Sachen, sage ich mal. Das Einzige ist nur, Vorderlicht haben wir zwar elektrisch, direkt am System angeschlossen, aber das Rücklicht. Dazu haben wir ein kleines batteriebetriebenes Rücklicht, das man dann hinten ranhängen muss. Hier beim Fahrradsitz wahrscheinlich. Ist aber kein Problem. In der Preisklasse ist das auch völlig normal. Deswegen kann man da halt auch, sage ich mal, sich erstmal nicht drüber beschweren. Ansonsten wirkt alles erstmal sehr hochwertig, sage ich mal, auf den ersten Blick. Gut, ich habe jetzt kein 5.000 € Fahrrad im Vergleich daneben stehen, aber für das Geld, was das hier kostet, sage ich mal, kann man sich hier absolut nicht So, beschweren. Leute, jetzt haben wir einer der letzten Schritte. Ich habe das ganze Fahrrad jetzt einfach mal ausgepackt. Also alles, was an Verpackungsmaterial drauf war, habe ich jetzt einfach mal abgemacht, was möglich war, sage ich mal. Aber hier ist ja auch gar nichts mehr dran. Da sehen wir auch den schönen Rattenarmmotor. Das ist wirklich sehr schön, weil man damit dann auch wahrscheinlich fahren können wird, ohne dass man halt die Motorunterstützung anhat. Denn wenn die in der Mitte verbaut sind, dann haben die immer einen höheren Widerstand als diese Rattenarmmotoren. Das ist schon mal auf den ersten Blick ganz schön. Was ich noch gesehen habe, was ich machen muss, ist einmal die Pedale dran schrauben, die Kette reinmachen. Die ist mir nämlich vorhin rausgefallen, als ich es in die falsche Richtung gedreht habe. Ist aber auch egal, das war jetzt, denke ich mal, meine Schuld, weil die war eigentlich drinne. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Und hier vorne nochmal die Lampe. Die Lampe mache ich jetzt schnell. Das ist wirklich sehr einfach. Einfach hier rausschrauben. Das hier kommt dann so da rein. So, das muss man dann halt hier wieder zuschrauben. Und dann hat man auch die Vorderlampe arretiert. Und ja. Dann geht es mehr oder weniger schon mal So los. Leute, jetzt haben wir das fertige Endprodukt, wie wir sehen, ist das ganze Fahrrad zusammengebaut, das Licht ist dran, hinten die Pedale sind dran, das Einzige, was noch fehlt, ist das Rücklicht, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nötig, das nochmal explizit zu zeigen. Werde ich gleich trotzdem nochmal ranmachen, nochmal zeigen am Ende, dass es dran ist, aber wie man es ranmacht, ist, glaube ich, jedem klar. Ansonsten haben wir hier halt das volle Fahrrad, sage ich mal. Auch die Kette habe ich reingemacht, das bedeutet, wenn man die jetzt dreht, dann sieht man, das dreht sich. Und wenn nach vorne, dann will sich halt natürlich das Rad drehen. Deswegen kann ich das nicht, beziehungsweise will das nicht, damit es nicht umfällt. Aber ansonsten auch die Bremsen. Hier auch alle Knöpfe scheinen erstmal einen guten Druckpunkt zu haben. Hier alles, also hier auch die Bremse wieder. Also an sich sieht das alles ganz cool aus. Ich finde auch irgendwie, erinnert dieser Fahrradsitz so ein bisschen an Autositze, die halt so, sage ich mal, auch so eine Naht haben. Sieht auf jeden Fall auch, sage ich mal, ganz cool aus. Nur ob der wirklich weich ist. Also es ist schon so, dass man ihn reindrücken kann. Aber wie es beim Fahren dann ist, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen. Und eine Sache, die mich auf jeden Fall nervt, ist, was ich auf jeden Fall direkt wechseln werde, ist, dass hier hinten noch so ein kleines Rückblech dran kommt. Weil sobald es regnet oder nass draußen ist oder irgendwie halt irgendwie die Straße dreckig ist oder so, fliegt einem der ganze Schmodder halt hinten auf den Rücken. Das ist gar nicht so geil, deswegen würde ich das auf jeden Fall hier vorne und hinten nachrüsten. Wobei vorne ist es ein geringeres Problem, weil da haben wir mehr oder weniger die Stange. Trotzdem würde ich das auf jeden Fall hier und da auf jeden Fall nachrüsten, weil das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Das ist hier leider nicht mit dabei. Aber trotzdem für die 500, 600 € die das Fahrrad kostet, irgendwas dazwischen, ist das überhaupt, also kann ich mich absolut nicht beschweren. Das macht wirklich einen hochwertigen Eindruck auf den ersten Blick. Hier auch mit der Federgabel. Und den ganzen Komponenten, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist jetzt
sage ich mal, schlecht gemacht oder ähnliches. Ja, klar, wir haben hier Kabel, die halt so ein bisschen vorne rumhängen, aber ich denke mal, damit muss man sich dann einfach, sage ich mal, vergnügen, beziehungsweise das kann man halt auch nicht verhindern für den Preis, deswegen ist das dann halt so. Stört mich jetzt persönlich auf den ersten Blick jetzt aber auch nicht unbedingt für doch so ein günstiges Fahrrad, sage ich mal. Hier haben wir auch nochmal den Akku, der jetzt aufgeladen wird. Hier haben wir das Ladegerät, 42 Volt, 2 Ampere. Und ja, wenn das fertig ist, dann werde ich den auch nochmal einsetzen und dann halt bei der Probefahrt die ganzen Leistungsdaten und alles auch nochmal vom Fahrrad sagen. Aber ansonsten hat er halt die üblichen 250 Watt, die man so kennt. Unterstützt 25 km/h Reichweite und diesen ganzen Kram, den werden wir im nächsten Video behandeln und zwar bei der Testfahrt bzw. allgemein nochmal einen besseren Rundumgang. Hier sind ja erstmal nur die Ersteindrücke beim Auspacken des Geräts, sage ich mal. Ich kann auch nochmal zeigen, all das ein bisschen von der Nähe, sage ich mal, ein bisschen näher dran, damit man das besser erkennen kann. Da die Halterung für den Akku, hier habe ich auch nochmal das Rücklicht jetzt angeschraubt und ja, also sieht alles erstmal, sage ich mal, so ganz okay aus. Hier auch die Halterung für den Akku. Wir haben auch für den Akku extra Schlüssel dazu bekommen. Die sehen dann so aus, hat man dann zwei Stück und damit kann man dann den Akku fest verschließen. Da geht dann so ein Bolzen hier rein und dadurch ist der Akku dann so verschlossen, dass man den halt nicht mehr rausnehmen kann. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Links zu dem Fahrrad und allgemein zu Geekbuying habe ich alles in der Videobeschreibung drin, könnt ihr gerne draufdrücken, wenn ihr euch mal ein bisschen darüber informieren wollt. Und ja, ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.